Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier diesen Porsche Diesel Serie euch heute hier vorstellen. Ja, das gute Stück ist hier mit der Dreigangschaltung und hier ein Kraftstofftank mit einem Tankvolumen von 22,5 Liter. Wir haben hier, ja, einen echt coolen Mod. Hier muss man wirklich sagen, der kostet, so wie jetzt hier da steht, 7500 Euro. Und wir haben jetzt hier eine Leistung von 14 PS, entsprechend hier 10 kW. Wir haben hier eine Gangschaltung, wir haben hier, wie gesagt, jetzt die 22 Liter, 20 km/h, 1,1 Tonnen wiegt er. Wir haben Reifen drauf, den TF8181 und den TR135. Jetzt haben wir so den einmal hier so, jetzt haben wir hier den BKD drauf, dann haben wir hier auch den Trelleborg, wie wir sehen. Leider gibt es hier keine Variantenwahl. Dann haben wir als nächstes jetzt hier eine Sitzbank. Dann hier ohne Sitzbank. Ja, dann gibt es den hier mit einem Überrollbügel. Dann gibt es den hier mit Zusatzscheinwerfer. Dann hier mit einem Sonnendach ohne Zusatzscheinwerfer. Dann wieder hier ohne. Dann gibt es das Ganze hier mit einem linken Spiegel, aus linke Seite hier steht hier rechts da, da haben sie vertauscht. Dann das Ganze hier auf der rechten Seite, dann hier mit beide Spiegel. Ja, ist eine coole Sache natürlich. Dann gibt es das Ganze hier vorne, steht einmal hier LED. Aber mir ist bis jetzt so optisch ja nichts aufgefallen, wie man hier sieht. Also jetzt haben wir hier Stock und dann LED. Also mir fällt jetzt wirklich da nichts auf. Naja, schauen wir mal das nachher dann an. Jetzt haben wir Motorisierung hier den Junior. Dann haben wir jetzt hier Standard. Dann haben wir 25 PS, entsprechend hier 18 kW. Oder hier den Super. Ja, dann steht hier seitlich auch Super drauf. Ja, dann haben wir 38 PS, entsprechend hier 28 kW. Oder hier Master, wie wir ja sehen. Ja, finde ich echt schön gemacht hier mit dem Schriftzug. Ja, dann haben wir hier also 50 PS, entsprechend hier 37 kW. Und dann wieder hier Standard. Dann haben wir hier Farbwahl auf den ganzen. Ja, dann haben wir hier, wie wir sehen, hier in Rot. Dann hier in Sarin. Ja, dann hier in Schwarz. Da könnten wir uns ein Big Beauty bauen auch. Dann hier in Old Grün. Dann hier in Beige, dann jetzt hier in Tatra, okay Tatra, naja, sieht auch nicht schlecht aus, ja, dann hier in diesen Hellblau oder hier in diesen, ja, Berry, dann hier in Gelb gibt es das Ganze oder hier in Olivgrün, ja, dann hier in den Navy Blau und dann hier in den Graphit, ah ja, wer es mag natürlich, dann hier in diesen Biskuit, grün, dann hier in den Jeans blau natürlich oder hier in diesen grün natürlich oder in diesen, ja, würde ich eher sagen, Mintfarben ist das schon eher. Dann gibt es hier natürlich hier einen Auspuff in verschiedene Farbtöne, wie wir hier sehen. Finde ich auch mal ganz gut hier. Dann hier in den Verzink natürlich. Felgenfarbe hier haben wir in diesen ja, Cremefarben. Dann hier in den Gelb, wenn man es möchte, hier. Oder in den Weiß. Dann hier in Schwarz. Ah, dann hier in diesen Grau oder in den Beige 1 oder Beige 2. Oder 3 natürlich. Ja, diese Sachen haben wir natürlich und natürlich hier uns Kennzeichen, wie wir es natürlich kennen jetzt und auch gewohnt sind. Ich habe jetzt ein paar Mal gekauft, wie wir hier sehen. Ja, den habe ich jetzt hier mit Verschleiß gekauft. Junge. Sind wir jetzt hier hinten, leider wird hier hinten nur verschlissen. Hier in den Unterlenker und Oberlenker hier so her, daher. Aber sonst sehen wir jetzt hier nichts. Sehen wir hier, Sitz sieht auch ganz cool aus, natürlich hier in Gelb. Also das geht dann hier natürlich dann unter in den Gelb natürlich. Hier habe ich den jetzt mal hier auch schon mal verschmutzt, dass wir das Ganze hier uns anschauen. Und dann gibt es das Ganze natürlich jetzt hier
man kann hier bei diesem guten Stück hier auch die Haube aufmachen. Sehen wir, hier haben wir den Junior, da haben wir den Super, was haben wir jetzt hier, da haben wir den Master und dann wieder den Junior. Tja, also, wir können das Ganze hier natürlich mit der Taste N auf und zu machen. Starten wir mal das gute Stück. Mal schauen, was hier alles animiert ist. Grusen tut er geil, muss ich sagen. Hupe. Bremslicht. Gehen wir mal Gummi, natürlich. Machen wir gleich hier uns eine Toucher-Test. Also, er geht schon mal ganz gut. Ab wie wir sehen, 20 km/h soll er machen. Macht er auch. Sind wir jetzt hier? Spiegel, ja. Ist hier vorhanden mit Funktion, wie wir sehen. So, schauen wir mal hier mal ran. Natürlich hier. So, sind wir jetzt hier natürlich. Zapfwelle, das funktioniert. Da hätten sie jetzt schauen können, natürlich, dass hier der Hitchhark natürlich ausblendet. Das ist nicht gerade so schön. Der Motorleistung schafft das Gerät nicht. Ja. Schauen wir mal hier, ob er diesen Kugelkopf natürlich mag. Also, man weiß ja nicht. Den Mager, dann nimmt er aber hier, wie wir sehen, leider hier die Zapfwelle dann auch nicht. Jetzt der. Oh, der schön, schön rauchen tut auch Wahnsinn. Wahnsinn, muss ich euch sagen. Jetzt sind wir jetzt hier hinten natürlich. Sehen wir. Das Ganze. Schick, schick, schick. Sind wir hier vorne natürlich. Dann machen wir hier unser Lichttest. Sehen wir hier, passt auch. Schauen wir mal nach vorne. Sehen wir jetzt die hier. Lenkrad. Schalthebel auch. Ihr Zündschlüssel. So, sehen wir hier Pedale. Schalthebel. Ist so echt schön, muss man wirklich sagen. Sitzbank sieht auch ganz gut aus. So, würde ich mal sagen, wir gehen jetzt hier natürlich hier in unsere Nachtmodus natürlich. So. So, sehen wir jetzt hier Armatur hier drin. Ist auch beleuchtet. Schaut mal nochmal hier aus. Sind wir hier? Ah. Linker Kontrolllampen gibt es sowas nicht. Zusatzscheinwerferlampenkontrolle gibt es auch nicht. Das gehen wir hier natürlich nach außen. Sind wir jetzt hier? Hier haben wir schon mal angeschalten. Hinten mit Nummer 6. Ja, wie wir mal sehen, hier Reflexion am Boden ist da. Bremslicht. Jetzt hier, wenn ich gehe mit Fernlicht, sollte normalerweise der andere noch dabei bleiben. Sollte dazu kommen natürlich. Aber es ist ja ein Spiel. Es ist nicht die Realität. Wir schauen natürlich jetzt gleich beim anderen auch noch her. Wegen dem Licht. Weil wir wollen das natürlich ja wissen. Ah ja, hatte ich beinahe vergessen bei der Konfiguration. Es gibt hier diese Warntafel noch. Hier. Die können wir uns auch noch nehmen. Irgendwie ist das dann irgendwie in der, ja, verschwunden. Sind wir jetzt hier, haben wir gelbes Licht. So. Jetzt hier. Auch gelbes Licht. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Hier haben wir weißes. Also das ist, weiß ist das LED. Das andere ist dann hier, also das, die normale Glühbirne. Wenn wir jetzt die hier sehen. Also LED auch. Ja, ich finde das wirklich sehr interessant, das Ganze. Wollen wir gleich mal die. Da sehen wir jetzt auch hier vorne das Lüfterrad hier, also weil es ja luftgekühlt ist, hier animiert. Jetzt gehen wir hier nochmal her und gehen natürlich das Ganze hier am Tages hier nochmal rüber.
Gott sei Dank hat er keine Scheibenwischer, sonst würden die Scheibenwischer die ganze Zeit jetzt laufen. Jetzt sehen wir jetzt hier, das ist hier animiert. Ja, es wurde auch hier was, habe ich gelesen, wegen Ölfilter wurde was neu gemacht hier bei den. Also sowas habe ich gelesen da in der Beschreibung. Hier sind wir hier auch noch Typenschild dran. Aber ich finde, so passt ganz gut. Muss ich wirklich sagen. Bin sehr erstaunt. Und ich bin gespannt natürlich, was hier hinzukommt. Vielleicht hier vom Bass hier Frontladekonsole oder sowas dazu. Wäre ja auch natürlich noch nice. Ein kleiner hier für den Hof. Für die Stelle natürlich hier. Ist ja ganz ideal. Ja, ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, schaut es doch wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hier sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.